bin vor anderthalb Wochen 37 geworden. War jetzt gerade im Urlaub, deswegen sehe ich vielleicht noch ein bisschen frischer aus. Ansonsten habe ich BWL studiert in Mannheim, werde gleich noch ein bisschen was über meine Story erzählen. Bin jetzt seit fast 6 Jahren mit Julia verheiratet und liebe einfach die Themen Business, Unternehmertum, Reich Gottes und stolper da meinen Weg so nach vorne. Und das, was ich hier weitergebe, ist einfach mal so ein aktueller Zwischenstand. So, wo ich sagte, okay, so ein kleines Best-of von Dingen, die wir erarbeitet haben, die wir entwickelt haben, die jetzt nicht nur reine, ich sag mal, Hardcore-Unternehmer voranbringen können, sondern eben auch für andere Professionals relevant sein können. Und deswegen, ihr dürft gespannt sein, aber ich brauche euch auch noch. Also es ist nicht nur ein Zurücklehnen, Popcorn rausholen, sich berieseln lassen, sondern das wird auch ein bisschen aktiv werden. Also gehen wir mal rein und eine Frage, die ich total schätze, um von Small auf Deep Talk zu kommen, ist die, was hat dich denn bisher geprägt und, wenn man das sogar beantworten kann, zu dem gemacht, der du heute bist? Keine Sorge, die Frage müsst ihr nicht jetzt beantworten, sondern ich würde es einfach mal für mich zwei Situationen rausgreifen, die ganz wesentlich das Ganze geprägt haben. Und das erste war, dass wir in der Schule, in der 12. Klasse, einen Projektkurs hatten, da ging es um die Entwicklung der eigenen Geschäftsidee. Ich habe nicht an einem Wirtschaftsgymnasium, sondern an einem normalen Gymnasium meine Schulzeit absolviert, fand es immer irgendwie okay, aber nie wirklich toll. Und dann kam so die Möglichkeit, du kannst deine eigene Geschäftsidee verwirklichen und der Name, den finde ich auch immer noch super, Adventure. Adventure trifft Fun, wird zu Adventure, Europas größte Multifun-Sporthalle. Haben wir da in einem Planspiel der Boston Consulting Group entwickelt und das hat wirklich meine unternehmerischen Gene so erstmal wirklich aktiviert und ich war Feuer und Flamme und fand das so toll, wie nichts anderes in der Schulzeit vorstellen zu können, hey, da entsteht etwas. Wir hatten echte Banken, Finanzierungsgespräche, hatten am Ende sogar eine echte Zusage über dieses 5-Millionen-Euro-Projekt. Allerdings mit der kleinen Einschränkung, dass die Eltern der Teammitglieder wirklich ihre Häuser als Sicherheit hinterlegen müssten. Und na, das war dann fürs Planspiel noch okay, aber in der Realität, ja, natürlich war da erstmal ein Riegel vorgeschoben. Weiter ging es für mich, und das ist auch so ein Symbolbild, dass mein Fahrrad auf einem israelischen Humvee, der mich und einen Kumpel aus dem Gazastreifen in Israel raus eskortiert hat. Wie es dazu genau kam, wird den Abend, glaube ich, sprengen. Aber für mich so der Hintergrund, ich habe Zivi in den Palästinensergebieten bei Bethlehem verbracht, weil ich geprägt worden bin, bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Und wenn du es wirklich ernst meinst mit deinem Glauben, ja, dann eigentlich bleibt fast nur Missionar und Pastor werden. Und dachte, okay, ich gehe schon mal mit sportmissionarischen Absichten in die Palästinensergebieten. Und okay, ich will meinen Glauben ganz ernst nehmen, das da ausleben. Und habe mich da in dieser Zivilzeit nochmal ganz intensiv mit der Frage beschäftigt, was willst du denn eigentlich hinterher machen? Und dabei hat mich ein Modell sehr geprägt, was ich damals noch nicht kannte, was aber rückwirkend für mich ganz viel aufgedröselt und erklärt hat. Und ich habe das kennengelernt unter dem Stichwort die heilige Pyramide, die in vielen Gemeinden so kommuniziert wird als, ne, wir haben eine gewisse Wertigkeit. Wir haben die eben sogenannten vollzeitlichen Dienst, Pastoren, Missionare, darunter dann die christlichen Werke und all die, die sie am Laufen halten, sei es in der IT, sei es eben auf andere Art und Weise. Dann haben wir die sozialen Berufe, da wo man sich aktiv um Menschen kümmert, natürlich Lehrer, Gesundheitswesen etc. Dann haben wir alle anderen Berufe und naja, ganz unten kommt dann Unternehmer und alles, was gefühlt mit Finanzen zu tun hat. Das ist so ein bisschen schmuddelig, wenn die ihr Geld waschen, quasi heilige Geldwäsche, um Gemeinden und Reich-Gottes-Initiativen zu unterstützen, dann ist es legitim. Ansonsten haben die da nicht ganz so viel Platz. Und das, was am meisten gesehen wird, diejenigen, die meisten Redezeit bekommen, ne, das sind die Vorbilder ganz oben. Und senden implizit so ein bisschen die Botschaft aus, das ist, worum es geht, wenn du es ernst meinst. So, das hat mich ganz, ganz lange super tief geprägt. Und ich hatte in Israel zum Glück die Erfahrung, nochmal zu reflektieren, wo ich dachte, ich jetzt irgendwo auf der Kanzel stehen, nachdem du Abi hattest im Heiligen Land warst, ganz strebermäßig und dann den Leuten was vom Leben erzählen, ohne 60, 70 Stunden Woche in der Unternehmensberatung gearbeitet zu haben. Ohne am Fließband gestanden zu haben, ohne die Entscheidung abwägen zu müssen,
Insolvenzantrag, Leute kündigen etc. Aber ich dachte, nee, ich möchte echte Stories. Ich möchte authentisch weitergeben können, was ich erlebt habe. Und dachte, okay, da war doch diese Sache mit Unternehmertum, mit Gründung. Und dann habe ich mich eben für ein BWL-Studium entschieden, mit der Vorstellung, dort zu lernen, wie man Unternehmer wird. Und dachte, na, Theologie muss ich nicht studieren, das wäre die Alternative gewesen, weil, na, mein Gott, kann ich auch so kennenlernen. Habe ich dann in Gemeindegründung parallel zum BWL-Studium engagiert, habe dann meine Selbstständigkeit in der Finanzberatung begonnen. Und das war so der Dreiklang, aber lange Zeit war das so ein auch drei Dinge nebeneinander. Und ne, wir kennen erst der große, ich nenne es mal Jüngerschaftsauftrag, der, wer uns genau nimmt, nicht nur heißt, dass wir Individuen zu Jüngern machen sollen, sondern ganze Nationen. Das ist natürlich schon mal ein anderes Statement. Wir sind es gewohnt, in der Evangelisation, dann werden Individuen in Jüngerschaft hineingeführt, befähigt. Aber wie geht es denn, dass man ganze Nationen zu Jüngern macht? Das ist nochmal eine andere Größenordnung. Und für mich die Antwort darauf lautet, wenn es gelingt, dass in allen Gesellschaftsbereichen Gottes Wille geschieht. Also meine Vorstellung von Himmel, von Reich Gottes ist da, wo Jesus als König anerkannt wird und sein Wille geschieht. Und dann sagen wir, okay, wie kann uns denn gelingen, dass das eben in all dem, was Gesellschaft ausmacht, passiert? Manche haben dann vielleicht auch das Seven Mountains-Konzept kennengelernt, dass man Gesellschaft in verschiedene Bereiche aufteilt. Das kann ein hilfreicher Zugang sein. Für mich war aber klar, da nur 3% von allen Christen sind da irgendwie hauptamtlich unterwegs, was machen denn alle anderen? Und eine Verzerrung, die wir oft erleben, so ging es mir zumindest, ist, wenn es auf der einen Seite den Gemeindeapparat gibt und der Pastor hat natürlich den Job dafür zu sorgen, dass es der Gemeinde gut geht, deswegen wird er hauptsächlich darüber reden und gucken, dass alle Manpower dafür einsetzbar ist. Manchmal kann dabei der Eindruck entstehen, das sei alles, worum es geht. Das ist ein bisschen schade. Und das, was Faktor C, wofür Faktor C am Ende auch steht und viele andere, wir hatten es gerade IVCG und auch was wir mit CKS, Creative Kingdom Solutions, verfolgen, ist zu sagen, okay, Gemeinde ist aus meiner, aus unserer Sicht eine Startrampe, eine Sendungsplattform, um dann zu befähigen, die Profis, egal in welchem beruflichen Branchenumfeld sie sind, zu sagen, okay, wir lernen dort, wir werden befähigt, wir werden dort eben Reich Gottes bauen. Und zwei Begrifflichkeiten, die mir da total geholfen haben als Leitplanke links und rechts, ist zu sagen, das darf nicht extra on top kommen, weil dann fällt es irgendwann hinten runter, wenn es nur nettes zusätzliches Engagement ist, sondern es muss integrated and intentional sein. Integriert in das, was ich sowieso mache, aber dann nicht den Zufall nur überlassen und sagen, naja, ich lebe jetzt mein Christsein auf der Arbeit, sondern sagen, wie kann ich darin absichtsvoll, intentional unterwegs sein? Und das war dann auch die Phase, wo ich ganz ehrlich feststellen musste, dass ich inzwischen schon viele Jahre Finanzberatung gemacht habe, aufrichtig, ehrlich, wertorientiert, parallel andere Sachen in eben Gemeindegründung, Evangelisations-, Jüngerschaftstrainings, ganz viel mit Studenten. Aber das eine hat das andere finanziert. Wir kennen ja so diesen Begriff vielleicht von Zeltmachern. Du hast einen Job, der finanziert dich, ist die Cash-Cow dann für das Eigentliche. Und ich habe zu lange selber nicht gecheckt, dass das Eigentliche das ist, wo ich hingestellt bin. Und das eben mit der Möglichkeit, den Privilegien, die ich habe in meinem Job als Manager in der Finanzberatung, dass Gott mich da auf einmal neu herausgefordert hat, das nicht nur als Cash-Cow zu sehen und du bist selbstständig und hast viel zeitliche Möglichkeiten, sondern sagen, dort mit Intention Reich Gottes hineinzubringen. Und eine Frage, die dir dabei vielleicht auch helfen kann, ist nochmal zu reflektieren. Sag mal, ist mir eigentlich bewusst, dass ich meinen Glauben integrieren kann, darf, soll, dazu eingeladen und herausgefordert bin? Und mir dann aber auch die Fragen zu stellen, wie kann das denn konkret aussehen? Wo ist denn wirklich der Unterschied dazu? Und ich habe dann gemeinsam mit meinem Bruder rumgesponnen. In der Zeit war ich mit ihm in einer WG zusammen.
Und wir wollten ein Unternehmen gründen, wollten es mit der bösen Nahrungsmittelindustrie, die eigentlich Leute nur an Diabetes führt und Zuckerbomben unterjubelt, den wollten wir es aufnehmen, den Alpha-Bar, den Frühstücksriegel, der lecker, gesund und leistungssteigernd ist. Und wir sind grandios gescheitert. Das hat am Anfang schon nicht geklappt. Und wir haben brutal viele Fehler dabei gemacht und am Ende noch nicht mal sind wir echt abgehoben. Und das hat mich so frustriert, wo ich dachte, wo sind Menschen, wenn wir hier schon mal eine gute Idee haben, wenn wir glauben, in dieser Idee ist auch eine göttliche Wahrheit, etwas, was er uns anvertraut hat, an die wir uns wenden könnten. Keine Bank wird doch verstehen, dass wir damit den Glauben zum Ausdruck bringen. Und in der Gemeinde wirst du da auch noch komisch angeschaut und sollst dann dich lieber in etablierten Diensten engagieren. Und das hat mich so frustriert und das habe ich dann in einer Nacht, als ich joggen war, Gott so hingeworfen. Sag mal, ich hätte so gerne, aber ich weiß nicht, an wen ich mich hätte wenden können. Wir haben dann online viel recherchiert, festgestellt, in den USA gibt es so ein paar Initiativen. Da werden Gründer, die Gründen und Glauben zusammenbringen wollen, effektiv unterstützt. In Deutschland haben wir da nichts gefunden. Und daraus ist am Ende CKS entstanden. Creative Kingdom Solutions mit der Vision Menschen, die eben genau das wollen. Die kreativen Lösungen, die Gott schon bereit hat und die er seinen Kindern gerne anvertrauen würde, wenn sie nicht so beschäftigt wären mit nur Gemeindethemen. In allem Respekt sage ich das. Aber die haben oft gar nicht die Vorstellung zu sagen, jawohl, Gott könnte mir einen unternehmerischen Auftrag, könnte mir eine Geschäftsidee anvertrauen und wollen, dass sie erfolgreich wird. Erfolg, und deswegen wird das heute auch das Thema sein, ist immer noch so ein bisschen ein für den einen oder anderen zwiespältiges, schwieriges Thema. Und das, was wir eben ganz genau wollen mit CKS, ist es, dass Himmel auf Erden durch Business passiert und dass das dafür sorgt, dass es läuft, dass alle Beteiligten Gewinner werden. Und das eben für alle Stakeholder, wie wir sie ja nennen, von Kunden, von Mitarbeitern und dass die spüren im Moment, das ist ein Stück weit Himmel, das ist, wie es sein sollte. Und Ziel dabei ist eben für uns der Auftrag, wir nennen sie die Kingdompreneure, es gibt ja auch die Intrapreneure, die in Unternehmen sind. Also von daher dürft ihr euch auch angesprochen fühlen mit dem Begriff Kingdompreneur, wenn ihr wollt, dass in eurer Umgebung, wenn ihr sagt, ich möchte unternehmerisch aktiv werden, auch wenn ich angestellt bin, aber Initiativen umsetzen, Lösungen schaffen, durch die Reich Gottes sich verbreitet. Und wir wollen Raketen starten lassen, haben dann festgestellt, ne, Leute sind an ganz unterschiedlichen Stellen. Es gibt diejenigen, die sind, wow, das geht, das ist ja krass. Die sind neugierig, wir nennen sie unsere C1, die wollen erstmal noch mehr lernen. Dann gibt es die Committeden, die sagen, ich habe hier eine Idee. Und die reden auch 3 Jahre lang über diese Idee möglicherweise, weil ihnen der entscheidende Tritt in den Hintern fehlt. Sie sind zwar committed, aber sie haben noch nicht gestartet und das haben dann eben die Challenger, die gesagt haben, okay, ich kündige meinen Job, ich springe ins kalte Wasser, ich schaue mal, ob der Gewinn schneller kommt, als die Reserven dahinschmelzen. Bei denen geht es ums Überleben und die, die das geschafft haben, das sind dann unsere Conqueror, die sagen, Überleben ist nicht mehr die Frage, skalieren und wie groß kann das werden, darum geht es dann. Und dann freuen wir uns auch, dass immer mehr Champions mit dazukommen, Leute, die einen erfolgreichen Exit hatten, die ja eben nicht mehr auf das Einkommen aus dem Business angewiesen sind, die auch nicht mehr darin arbeiten müssen, sondern dann eben andere fördern wollen durch Expertise, durch Erfahrung, auch durch Geld und Kontakte. Also das ist die Bandbreite, wenn wir von Kingdompreneuren reden, dann meinen wir sowohl den Studenten, der noch irgendwie in der Orientierungsphase ist, als auch der, der gerade die GmbH gegründet hat und der, der mit einem Millionen-Exit hoffentlich in Zukunft dann auch mal an die Börse gegangen ist. Das ist für uns alles Teil von Kingdompreneurship. Mache ich nicht alleine, sondern das ist ein kleines, feines Team mit dabei. Jörg, Jonas, Friederike, die wir gerade in die USA verabschiedet haben für ein Jahr Bibelschultraining, meine Frau Julia und ich und gern auch andere Leute, die sagen, hey, das ist die Vision, wow, ich wusste gar nicht, dass es gibt. Ich hätte es fast selber gegründet. Ihr macht es schon. Kann ich davon Teil sein? Also dafür sind wir total offen. Wenn ihr auch andere Leute um euch herum erlebt oder euch selber angesprochen fühlt, wir empfinden uns da nicht als abgeschlossene Elite, sondern wollen das einfach weitertragen. Und 2 Leitfragen, die uns dann beschäftigen, ist,
auch in der Evaluierung, was macht denn das Business, was unterscheidet denn ein Kingdom Business am Ende dann auch von einem anderen regulären? Und eine Frage, die dabei helfen kann, ist, welche Zerbrochenheit nimmst du in deiner Branche oder um dich herum wahr? Was ist, mit anderen Worten gesagt, aus Gottes Sicht nicht in Ordnung? Wenn Gott am Anfang es geschaffen hat, was in jeder Hinsicht, in jeder Facette dieser Welt sehr gut war, ja, dann ist es dann jetzt an vielen Stellen nicht mehr sehr gut. Die Nachrichten sind voll davon. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich bringe ein Business rein, was diese Zerbrochenheit ausnutzt. Sagen wir, das ganze Pornografie-Business, aber auch andere, die jetzt erstmal sagen, okay, naja, ich will das hier einfach mal, da ist doch eine Opportunity, na, wir machen jetzt Masken, wir machen ein Testzentrum auf, damit machen wir jetzt erstmal Geld. Wir wollen herausfordern, zu sagen, hey, wir denken nochmal weiter, wie kann denn das, was zugrunde liegend ist, tatsächlich geheilt werden, wiederhergestellt werden in der Art und Weise, wie es am Anfang gedacht war. Und dann nicht als zweitens ranzugehen, wie kann hier eine Lösung aussehen, wie Jesus sie umgesetzt hätte. Und auf einmal, wenn ich die zwei Fragen nehme und ernst nehme, dann habe ich ein Rezept für Innovation. Und wir haben dann Kingdompreneure, die zum Beispiel sagen, einer, der gestartet ist in Berlin mit einem Schülerhilfenkonzept, würde man es vielleicht plump sagen, aber da geht es darum, dass er festgestellt hat, den Kids gerade in benachteiligten Brennpunkten fehlt es an Life Skills, fehlt es an Vaterschaft fast, die Identität aufbaut. Also ist das Nachhilfeprojekt eigentlich nur vordergründig bessere Noten. Das Ziel dahinter ist, Charaktere auszubilden, die lebensfähig sind und gute Entscheidungen treffen können. Wir haben anderen, kennt ihr vielleicht zum Teil, One of the 500, ein Heidelberger, der in seiner Theologie-Promotionsarbeit die Frage gestellt hat, wann würden junge Menschen wieder mehr Bibel konsumieren? Und die Antwort war, ja, wenn die Bibel zockbar wäre, wenn ich sie einfach erleben könnte als 3D-Spiel. Ich suche nach sie einfach leben könnte bei Apple Music. Oh, da kommt jetzt hier Siri mit reingeflogen. Okay. Und hat daraus dann gesagt, okay, ich entwickle das weltweit attraktivste Videogame, was die Bibel im Neuen Testament erlebbar macht. Also das können solche Beispiele sein. Und grundsätzlich diese Frage einfach mit heranzunehmen, nicht nur reinzugehen, naja, kein Stress, 9 to 5, 35-Stunden-Woche war gerade so ein Thema bei uns in der Gruppe. Aber nicht nur zu sagen, okay, da gibt es jetzt gerade die Gelegenheit, ich mache mir mal die Taschen voll. Und das kann auch legitim sein, aber die Frage, der wir hinterher rennen, geht noch weiter. Und nicht nur Greenwashing und jetzt ist alles environmental, social und governance-mäßig total toll, sondern zu sagen, wir nennen das erlösend oder ein Begriff, den wir von unseren amerikanischen Freunden entnommen haben, redemptive Business. Wie kann das, was das Business tut, dazu beitragen, dass die Wurzel dessen, was wirklich kaputt ist, zerbrochene Familien, Menschen, die ihre Identität nicht bekennen, deswegen in Konsum rennen und sich dort ein bisschen Identität zu holen. Wie können solche Themen wirklich nachhaltig gelöst werden? Und trotzdem getragen von einem Geschäftsmodell, was sich selber trägt und Wachstum ermöglicht. Und auf der anderen Seite zu sagen, darin sind wir nicht alleine, sondern da ist ein Gott an meiner Seite. Und sagen, okay, wie muss ich handeln, um erfolgreich zu sein? Ich habe von Robert Greene gerade ganz spannende Bücher gelesen. Er ist, soweit ich weiß, kein Christ. Das erste Buch war Power, die 48 Gesetze der Macht. Und das gehört dann halt in den Standardbücherschrank eines erfolgreichen Verhandlers und Managers. Und es ist okay, wenn wir die Dinge auch kennen. Aber unser Anspruch ist zu sagen, es geht noch weiter. Und nicht nur zu sagen, okay, ich bin halt, tu keiner Fliege was zu leide. Es ist gut, wenn wir auf Lieferketten und so weiter schauen. Aber ein Schritt nochmal darüber hinaus ist zu sagen, wie gründe und vor allem führe ich dann aktiv im Dialog, im Austausch mit Gott dann tatsächlich ein Business. Und das ist, was für uns hinter dem Begriff Kingdompreneurship steht, dass am Ende gesunde, wachsende Unternehmen entstehen,
die beitragen, dass ein Stück Zerbrochenheit geheilt werden kann. Und das nicht auf uns allein gestellt, sondern in Partnerschaft mit dem dreieinigen Gott. Und das ist auch die Brücke, die wir nachher noch zum Thema Co-Creation erleben. Macht soweit Sinn? Okay, also das ist, und ich hoffe, es resoniert, es schwingt irgendwie in euch, dass es jetzt nicht nur das Ding ist, wenn ich halt von auf der grünen Wiese ein neues Business aufbaue, sondern dass im Sinne von Intrapreneurship diese Fragen auch von denjenigen gestellt werden können, von euch, wie ich es rausgehört habe, die in Corporates unterwegs sind, die eben in einem größeren Kontext sind und sagen, hey, die Fragen ergeben sich ja genauso, egal was mein Kontext ist. Und die Vision, die uns dahinter inspiriert, ist, dass wir von einer Bewegung träumen, von Unternehmern, die durch lebendige Beziehung mit Gott erfolgreiche, gesunde, wachsende und wirksame Unternehmen in Deutschland, Europa und in der ganzen Welt gründen und führen. In denen lebendige Menschen ihr Potenzial ausschöpfen und auf kreative Weise wichtige Probleme lösen und durch all das eine gewinnende Demonstration von Gottes Königreich auf dieser Erde sind. Das ist ein mini kleiner Beitrag, den wir da leisten können. Unser Wunsch ist natürlich, dass es größer wird, aber dass jeder, der sagt, ich möchte auch dieser Traum, ein Puzzleteil, ein Mosaiksteinchen dazu beitragen, der ist nie Konkurrenz für uns, sondern sagen, willkommener Mitstreiter bei dieser Mammutaufgabe. Und jetzt persönlich, jetzt brauche ich euch, und zwar gebt doch mal bitte an, gerne auf dem Handy, dann habt ihr hier den Screen und parallel könnt ihr ein paar Sachen eingeben. Einfach mal auf menti.com, menti.com, und gebt dort den Zahlencode 4865-6044 ein. Also 4865-6044. Da müsstet ihr auf eine Seite kommen mit so einem schönen Bild und der Frage, was ist die Definition von erfolgreich sein in deiner beruflichen Umgebung? Jetzt keine Wikipedia in Stein meißelbare Antwort, einfach mal so plump, ein paar Schlagwörter, einen kleinen Satz. Genau, super, EBIT. Vielleicht auch nicht nur auf Unternehmensebene, sondern genau individuell. Mehr so in Beförderung. Erfüllung, Gehaltssteigerung, Kundenbegeisterung. Nein, Unterschied zum Besser machen, jawohl. Umsatzsicherheit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir haben, also wann alle geantwortet hätten. Christina, sind 7 gut? Ist das eine gute Quote? Okay. Gut, also kommt das irgendwie bekannt vor? Kundenzufriedenheit, Umsatz, Einkommen. Machen wir mal Frage weiter und schauen es uns individuell an. Nach deiner eigenen Definition betrachtet, wann wärst du denn selbst erfolgreich? Wenn du man kann ja nicht den Namen sehen, ne? Also der was geschrieben hat. Wenn ich glücklich bin, wenn ich Mitarbeiter zu ihrem Erfolg verhelfe, wenn ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe, um die Welt ein bisschen besser zu machen, Kundenbegeisterung und wenn Menschen ihre Berufung, Bestimmung finden, ich meine eigenen Ziele erreiche, wenn mein Potenzial
ausgenutzt ist. Ist gut. Hat gefühlt ein bisschen länger gedauert. Aber du musst die Fragen vielleicht auch gar nicht so oft stellen. Das ist sehr gut. Und jetzt, jetzt wahrscheinlich leichter, einfach mal einzuschätzen, wie erfolgreich fühlst du dich denn, gemessen an deiner eigenen Erfolgsdefinition aktuell? So eins wäre gar nicht, 10 wäre, ja, also maximal, mehr geht da nicht. Um ja zu wissen, wie, mit was für Erfolgstypen wir es dann hier in Sommer zu tun haben. Mhm. 5, 1, 2 dürfen noch. Ja, das sieht doch. Olga, du bist unsere Mathematikerin, der Durchschnitt ist hier direkt. So 6,75 oder so, glaube ich. Ist immer okay, aber ich glaube, richtig geil wird es sich noch nicht anfühlen. Na gut, wir sind jetzt aber schon mal ein bisschen drin im Thema erfolgreich sein. Und ich habe euch mal hier einen kleinen Trick mitgebracht. Stellt euch mal vor, ihr seid Fußballspiel in einem fremden Land. Gebt 90 Minuten alles, ihr habt 1-0, steht auf der Tafel für eure Mannschaft. Ihr denkt schon, ihr habt gewonnen. Und dann erfahrt ihr, nee, das Spiel geht halt 3 Stunden. Naja, ey Mann, was soll denn das? Schon alles ausgepowert und naja, die anderen wussten halt, dass sie länger spielen. Und am Ende steht es 10-1. Das heißt, mal übertragen, Machtregel Nummer 1, wer die Regeln des Spiels definiert, gewinnt. Wer die Regeln des Spiels definiert, egal welche Verhandlungssituation etc., gewinnt. Was hat das jetzt mit erfolgreich sein zu tun? Ich habe ein Denkmodell entwickelt. Ich nenne es einfach das Hochhaus des Denkens und beschreibe verschiedene Arten, über Dinge, über Begrifflichkeiten, über Konzepte zu denken. Und je nachdem, auf welchem Level ich denke, gelten verschiedene Definitionen. Und je nachdem, welcher Erfolgsdefinition ich am Ende auch folge, die hat eben das Sagen in meinem Leben. Und wir haben am Anfang so, ich nenne es das Kellerdenken, begrenztes Denken, dummes Denken, kommt selten was Gutes raus. Da haben wir so Erdgeschoss, Durchschnittsdenken, 0815, Standard, Common Sense. Dann gibt es schon das erste Stock, man kann schon ein bisschen weiter gucken, man sieht nicht nur die Autos rumfahren. Das ist weises Denken, gibt es dann auch mal einen 5. Stock. Da werden Prinzipien berücksichtigt, einfach wie das Leben funktioniert. Auch Erfolgsprinzipien, das ist quasi Grundlage der ganzen Erfolgsratgeber. Dann im Penthouse, ganz oben drauf, ich nenne es inspiriertes Denken. Das ist, wo Genialität, das ist, wo Konzepte herkommen, von denen alle sagen, krass, woher hat er das? Das ist doch neu, das ist anders. Und dann haben wir nochmal oben drauf, quasi Sternenhimmel, glaubendes Denken. Das ist nochmal von einer anderen Qualität. Und um euch mal so ein bisschen zu zeigen, was für Auswirkungen das hat. Na, im Keller, wie denkt man da über Erfolg? Gerne auch, na, was würdet ihr sagen? Menschen mit einem Kellerblick, einem Kellerhorizont ist Geld, ja. Nur für andere, nicht für mich. Sehr gut. Genau, ich würde es nämlich mal so beschreiben. Erfolg ist Schicksal. Ich habe darauf nicht wirklich Einfluss. Intelligenz ist irgendwie den anderen gegeben, mir nicht. Ich hatte kein Glück, meine Eltern, alles doof. Was folgt daraus am Ende? Empfundene, zum Teil von anderen oder mir selbst eingeredete Ohnmacht. Ich habe ja keine Verantwortung und am Ende Menschen, die Opfer ihrer Umstände sind und auf die Umstände dann gewohnt haben, richtig schimpfen zu können. Durchschnittsdenken, der Erfolg
Wäre zwar möglich, boah, aber den Preis dafür will ich nicht zahlen. Dafür müsste ich mehr büffeln, weniger Baggersee, weniger saufen gehen, länger arbeiten, ne? Und diese ganzen Themen, weil ich eben den Preis nicht zahlen will. Und am Ende werde ich ein durchschnittliches Leben gelebt haben. Ja, man schaut dann gern so in den Boulevard, Medien und so weiter, die weiter sind. Man weiß, das ist möglich, aber denkt sich, ne, so viel möchte ich dafür nicht aufgeben. Was ist bei unseren Prinzipienfreunden das Thema? Erfolg ist die Folge des richtigen Handelns, deswegen die ganze Ratgeber- und Motivationskultur. Das heißt dann einfach, ich muss nur das Richtige tun, das ist oft genug. Und daraus ergibt sich, ich habe dann Erfolg, bin self-made. Manche Bücher sind da auch so geschrieben oder tragen den Titel. Wisst ihr, okay, das ist schon mal nicht mehr Durchschnitt, aber das ist auch nicht, wo wir hinwollen. Inspiriertes Denken geht weiter, nicht auf der Ebene von, was muss ich denn tun, sondern ist, und gute Bücher, gute Literatur geht auf die Frage auch mehr ein, identitätsbasiert. Wer bin ich denn? Welches Verständnis habe ich da von mir? Und dann eben zu sagen, okay, meine Glaubenssätze, mein Mindset, der Schlüssel liegt in mir. Und was daraus am Ende entsteht, ist, für mich wäre so ein Beispiel Elon Musk. Ne, mit inspirierten Produkten und Ideen hat er die Welt verändert. Und am Ende entsteht halt das Bezos-Reich, das Musk-Reich etc. Was ist jetzt noch darüber? Erfolg ist, was Gott zu meinem Leben sagen wird. Dem ich die Macht gebe, zu bewerten, die Definition zu stellen, der hat am Ende das Sagen. Die Frage ist, erlaube ich, Gott am Ende darüber zu entscheiden? Und der Glaubenssatz dahinter ist dann keiner für Erfolgsverweigerer, sondern im Gegenteil zu sagen, Christus ist mein Erfolgsschlüssel. Durch Christus werde ich erst so richtig erfolgreich und die Konsequenz ist dann nämlich, wenn ich weiß, das ist mein Auftrag, durch Jesus kann ich alles, das Himmel auf Erden entstehen wird. In sein Reich und nicht mehr nur mein Reich. Und ihr merkt vielleicht, je nachdem, was euch umgibt, welche Denke euch umgibt, wo man sich vielleicht eher, wovon man geprägt wird. Meine Erfahrung ist, mit dieser heiligen Pyramide, es gibt keine geistlicheren Berufe als andere. Hat Luther schon gesagt. Der Fehler ist jetzt nur zu denken, naja, dann mache ich halt eben mein Consulting, mein Finanzbusiness, mein whatever. Und zu denken, diese Umgebung wird mich nicht beeinflussen. Doch diese Umgebung wird mich beeinflussen. Und das macht am Ende dann den langfristigen Unterschied, mit welcher Haltung ich die Dinge tun werde. Und die Haltung ist am Ende der entscheidende Punkt. Sind die mit sich als vernetzte Unternehmen von Startups? Fragt Stefan gerade rein. Ja, genau. Also im Schwerpunkt sind wir da im Startup-Kontext, aber helfen eben auch anderen, wir nennen das dann Kingdom Transformation, bestehende Unternehmen mit bestehenden Geschäftsmodellen mehr in dieses Denken reinzukommen. So, also Erfolg. Wie denke ich darüber? Wenn man in der Bibel nachschaut, findet man wenig Hilfreiches. Ja, bei Luther 5, bei anderen Übersetzungen gar nicht. Erfolgreich taucht gar nicht auf. Man könnte meinen, das spielt da keine Rolle. Ja, und dann habe ich mir angeschaut, was ist denn wohl Jesus' Vorstellung von Erfolg? Und das, was mich am meisten angesprochen hat, ist, dass er am Ende sagen kann, mit quasi seinem letzten Atemzug, es ist vollbracht. Zu sagen, eine andere Art und Weise, accomplished. Das heißt, Jesus hat uns vorgelebt, es geht darum, wir haben einen besonderen Auftrag. Und den verstehe ich und den erledige ich und dann darf mich Gott wegnehmen. Und wenn ich das sagen kann, ich habe getan, wozu ich gesandt bin, ich habe getan, was ich als Auftrag erkannt habe, das habe ich gelebt. Naja, dann ist es doch völlig egal, welche KPIs von außen da an mich angelegt sein mögen. Und dann kann das nur Übereinstimmung mit bestimmten KPIs sein, kann aber auch völlig konträr dazu laufen. Der Schlüssel ist herauszufinden,
Was ist denn der Auftrag? Das, was nur ich tun kann, zu wem ich gesendet bin, um dort einen entsprechenden Unterschied zu machen. Und wenn ich das weiß und ich bin in unserem Unternehmen nicht derjenige, der am schnellsten beförderungstechnisch unterwegs ist, nicht das meiste Umsatz etc. erzielt, aber ich habe auch zu meinem Geburtstag so tolle Sprachnachrichten bekommen den Einfluss, den du in meinem Leben gemacht hast, deswegen bin ich der ich heute bin. Und da merke ich einfach, mein Teil meines Auftrags ist es, wie ich es nenne, Fatherly Leadership. Und der Job eines Vaters ist es, Identität, Schutz und Versorgung zur Verfügung zu stellen, dass Identitäten heranwachsen können. Und deswegen weiß ich, wenn das passiert, wenn ich auf gute, väterliche Art und Weise führe, dann bin ich in dem Auftrag drin. Ich würde noch einen zweiten Erfolgsaspekt ergänzen. Ich habe es mal Fruitologie genannt. Made for fruit. Denn ein Thema, und das ist spannend, im ersten Kapitel der Bibel und im letzten Kapitel gibt es jeweils Bäume oder einen Baum, ganz spezielle. Zwischendrin, es wimmelt quasi nur von Bäumen und Früchten. Ich habe über 300 Stellen gefunden, wo es einfach um Frucht und Fruchtbar geht. Und das fängt an mit, Gott segne sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Er sprach zu den Weingärtnern, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Wozu macht er das Land unbrauchbar? Krasse Worte. Er sagt, hey, ich komme hin, mache hier mal so ein Due Diligence Assessment, finde da nichts. Ja, hat Konsequenzen. Jesus sagt, die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Also ich liebe dieses Johannes 15 Kapitel, es ist so voll von Frucht. Ich denke, ja, das ist, worum es zu gehen scheint. Also seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem anderen angehört. Nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Also wir haben dieses individuelle Auftrag, verstehen aber dann auch, dass unser Leben fruchtbar wird, dass das rauskommt. Und es gibt ja ganz verschiedene Bäume, jeder nach seiner Art. Und dann kommt halt eine Katrin-Frucht raus und eine Christina-Frucht und eine Stefan-Frucht. Die sind total unterschiedlich, ganz wie euer Design ist. Aber das ist für uns Teil von Erfolgsdefinition geworden. Sag mal, wie müsste denn eigentlich eine Frucht aussehen? Und deswegen heißt es für uns im CKS-Kontext, wo wir uns eben mit der Frage beschäftigen, was ist Erfolg, wie auch wir andere erfolgreich machen können, ein fruchtbares Leben zu führen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott uns gegeben hat. Und das heißt einfach, wir haben verschiedene Coaching-Tools auch entwickelt, die genau helfen, diesen Auftrag klarer zu benennen und zu finden, um dann eben auch unterstützend zu wirken, dass das passieren kann. Und um dieses Fruchtbild ein bisschen, wenn noch besser zu greifen ist, kann uns der Pfirsich helfen. Der Pfirsich ist nämlich eine ganz spannende Frucht, habe ich festgestellt. Der besteht ja aus drei Ebenen. Das erste, das, was wir sehen, Stephen Covey nennt es den öffentlichen Erfolg oder auch wenn wir Unternehmen, Unternehmer coachen, dann ist das, was eben nach außen hin messbar ist. Da gibt es eine ganze Menge, wenn man da so reingeht im äußeren Bereich. Natürlich, wir kennen Eigenkapital, Verschuldungsquote, Working Capital, ROE und alles Mögliche drumherum, das finanzielle Kapital. Dann, wie entwickeln sich Mitarbeiter, wie zufrieden sind sie, wie viel Krankenstand haben sie, Fluktuationsrate, diese ganzen Kennzahlen. Dann Sozialkapital, wie ist das Vertrauen, die Langfristigkeit der Lieferketten, die Beziehungen zu den Stakeholdern, die Gemeinschaft. Wir haben dann das geistliche Kapital. Wäre jetzt schon kniffliger, wie wir das messen. Wir sind da in einer internationalen Community drin, wo wir diesen Fragen nachgehen. Und dann am Ende das Königreichkapital. Wird durch mich oder durch das Unternehmen die Welt mehr so, wie Gott sie sich gedacht hat? Und das ist, was außen sichtbar wird. Und wird definitiv den Rahmen sprengen. Deswegen gehen wir hier gar nicht tiefer rein. Aber um euch mal so einen Blick zu geben von
wenn wir gute Frucht bringen sollen, dann muss es auch eben in diesen Dimensionen messbar werden, sichtbar werden, genießbar werden. Einmal darunter, das ist nämlich hier das Gehäuse, die persönliche Ebene. Und vor dem öffentlichen Erfolg kommt der private Erfolg. Vor dem nach außen Sichtbaren traue ich die Substanz innen drin, die erst das, die gute Frucht entstehen lässt. Und da haben wir dann Dinge wie Charakter von Vorbild, Souveränität, den Auftrag eben, lebe ich in Klarheit den Auftrag oder renne ich irgendeiner anderen Karotte hinterher? Auch der Punkt, wir nennen ihn Fitness, körperlich, seelisch, geistig, wie leistungsfähig bin ich? Oder treibe ich da irgendwie Raubbau, weil ich außerhalb meiner Limits unterwegs bin? Ehe, Familie, Beziehungen im ganz engen Umfeld und auch die Freunde, Freundschaftsbeziehungen, Gefährten, die ich habe. Okay, den Erfolg draußen, wenn ich dafür diese Dinge hier innen opfere, dann kollabiert schnell der Pfirsich und wird eher ungenießbar. Und der ganz innen drin im Gehäuse, das ist nämlich noch nicht der Kernkern, sondern da kommt noch mal was. Und das ist quasi der innerste Bereich. Das ist, wo Jesus sagt, wer in mir ist, aber nicht in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist, wie wir es nennen, Identität in Christus und Intimität mit Christus. Wo es immer wieder hin zurückgehen muss, wo Jesus mich selber zuletzt wieder voll gechallenged hat, wie sehr priorisiere ich das wirklich? Oder ist es ein geistliches Add-on, der sagt, nee, wenn mein Leben fruchtbar sein soll, dann muss es hier an diesem Punkt eben beginnen. Und wie das aussehen kann, da gibt es vielleicht ein anderes Webinar zu, ganz praktische Möglichkeiten, dieses Intimitätslevel zu steigern. Einfach für uns hier als Erinnerung, so, das ist die absolute Essenz, die da ganz, ganz drin steckt. Und wenn wir jetzt irgendwann beschäftigen, wie wächst denn etwas, wie nimmt die Frucht zu, dann bin ich darauf gestoßen, dass es zwei Haupttreiber sozusagen gibt. Auf der einen Seite lesen wir da sowas wie, und euer Leben reiche Frucht trägt, ihr seid ja gerecht vor Gott, Jesus Christus bewirkt diese Frucht, so dass Gott es ist, der geehrt und gelobt wird. Scheint also, Gott macht es, ich kann mich zurücklehnen. Frucht die Hände, Wochenende. Jahwe wird dir Gutes im Überfluss geben, Frucht deines Leibes, Frucht deines Viehes, Frucht deines Ackerlands, in dem Land, das Jahwe deinen Vorfahren gesprochen hat, dir zu geben. Verheißung, ich muss nichts tun, da Füße hochlegen und mich freuen. Dann kommen auch noch so andere. Und dann heißt es hier zum Beispiel, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn es Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das scheint schon irgendwas mehr mit mir und meinen Entscheidungen zu tun zu haben. Und dann eben das ultimative Prinzip, ich bin der Weinstock, ihr seid der Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Scheint wieder irgendwie ein Part bei mir zu sein. Und das, was ich daraus so abgeleitet habe, ist, mal nachzuforschen, sag mal, irgendwie scheint es gewisse Dinge zu geben, die macht Gott, und gewisse andere Dinge zu geben, die liegen in unserem Verantwortungsbereich. Und wenn man dann erst mal diesen Blick hat, und ich nenne das eben Co-Creation, da wo Gott und Mensch zusammenwirken, damit ein Ziel erreicht wird. Das ist für mich Co-Creation. Gott, Mensch zusammen, Ziel erreichen. Ist die Frage, okay, um welches Ziel geht es, was ist Gottes Job und was ist der Job des Menschen dahinter? Und es fängt an mit Gott und Adam. Ziel war, die Schöpfung zu verwalten. Was Gott macht, ist, er bringt Adam die Tiere. Was ist Adams Job? Genau, ihr wisst es, die Tiere zu benennen. Geht ein paar Kapitel später weiter. Gott und Noah, Rettung der Gerechten durch Arche. Was ist Gottes Job?
Er gibt die Blueprints, den Bauplan, später auch zur Stiftshütte und zum Tempel und so weiter. Also immer wieder, wenn ihm etwas besonders am Herzen liegt, da gibt er die konkrete Bauplan. Und wir kennen Stories, wo patentreife technische Baupläne in Träumen Menschen geschenkt wurden. Also ganz konkret und praktisch Lösungen für millionenteure Probleme. Und der Job ist dann halt, diesen Blueprint umzusetzen. Und auch wenn es mal über 100 Jahre dauert, wie in Noahs Fall, vielleicht sogar im Glauben so ein Generationenprojekt zu starten. Gott und Elia. Ziel war, Götzendienst entfernen. Und jetzt ist es spannend. Die ersten beiden Beispiele waren Beispiele, da hat Gott zuerst etwas gemacht. Das kann aber auch von der anderen Seite anfangen. Dass nämlich Elia angefangen hat. Ich fordere mal die Baalspriester heraus. Ich sammle die alle an einem Ort. Wir machen da so einen großen Battle. Und dann sagt Gott, das finde ich so geil. So, und jetzt lasse ich mich darauf ein, dass sich Elia so fett aus dem Fenster lehnt. Ich schicke jetzt Feuer vom Himmel. Anderes Beispiel, Nehemia, er hört die Nachricht, boah, Jerusalem in Schutt und Asche. Und er sagt, Gott, ich gehe jetzt dahin, aber du musst mir die Gunst beim König schenken, dass ich da quasi ein Sabbatical kriege und noch einen Haufen Ressourcen mit dazu. Noch ein anderes Beispiel, Gott und Paulus. Ziel Evangelium bis ans Ende der Welt bringen. Und Paulus hat dann gesagt, okay, ich weiß, damit das funktioniert, muss ich in Rom landen und ich muss irgendwie vorm Cäsar stehen. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat er angefangen, so strategisch zu handeln, ich muss dafür sorgen, dass ich in Rom lande. Und was war Gottes Job dabei zu sagen, egal wie häufig er gesteinigt wurde, wie häufig er Schiffbruch erlitten hat, ich bewahre dich, nichts bringt dich um. Und ihr merkt vielleicht so dieses Thema Gott und Mensch zusammen. Ich meine, Jesus hat es halt perfekt vorgelebt und sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich sehe beim Vater eine Initiative, das, was er tut, ich setze es hier um. Die 5 Brote, 2 Fische, Vermehrung. Jesus sagt zu Petrus, fahr raus, mach den Sales Pitch, könnte man auch sagen. Obwohl du schon 10-mal diesen Pitch gemacht hast, er hat nie geklappt und auf einmal, bam, der Mega-Deal. Und das ist eben mein Wunsch, dass wir mehr in diese gemeinsam mit Gott-Denke reinkommen. Und ich habe das mal hier so beschrieben. Ich glaube, im Leben von vielen Christen gibt es so verschiedene Phasen und Abschnitte. Und das fängt hier oben links vorne an. Da leben wir so, Gott macht alles für uns. Wir entdecken die Gnade, wir checken es auf einmal, was hat Gott wirklich alles für mich gemacht? Und es fühlt sich auch emotional einfach so toll an, wie verliebt sein, auf geistlicher Wolke 7 schweben. Und ich stelle fest, boah, was Gott alles für mich getan hat, kognitiv oder das sind Wunder und es ist einfach nur super. Und irgendwann lässt sich das nicht mehr ganz aufrechterhalten. Wir hätten das gerne, wir würden es gerne konservieren. Manche Gemeinden versprechen auch, dass du immer in dieser ersten Phase sein wirst. Und meine Erfahrung ist halt aber doch, im Lauf der Zeit ist es auch wichtig, Charakterbildung. Sagen, okay, ich entwickle gute Routinen. Ich lerne, um mit Versuchungen gut umzugehen. Das sind Charakter- und Trainingsaufgaben, für die ich verantwortlich bin. Aber da scheint es fast so eine Korrelation zu geben, die keinen Spaß macht. In dem Maße, wie ich mich mehr reinhänge, erlebe ich immer weniger Wunder und Übernatürliches. Ich weiß nicht, ob ihr das so erlebt habt, plus, minus, ne, ist jetzt super komprimiert, vereinfacht. Aber in meinem Leben habe ich das erlebt und bei vielen anderen Christen konnte ich es auch erleben. Und dann hängst du eher an diesem Tiefpunkt und dann werden Lobpreislieder gesungen. Da geht es immer um ein Hol mich zurück zur ersten Liebe, wieder wie es am Anfang war und so. Und ich denke mir, Leute, falsche Richtung. Nicht zurück, ich weniger, Gott mehr, sondern ich viel und Gott noch mehr. Wir brauchen diesen Schritt dann nach vorne, weil wir verstehen, hey, was ist unser Auftrag? Und dieser Auftrag ist unmöglich, wenn wir es alleine versuchen, wenn Gott nicht sich dazu stellt, wie bei einem Elia, wie bei Esther, die ihr Volk gerettet hat. Sie geht rein und naja, dann muss halt irgendwie der König schon sagen, gut, lass mich mal drauf ein. Und das ist, wo echte Produktivitätssteigerungen passieren. Und wie können wir das jetzt ganz konkret und praktisch werden lassen? Ein ganz, ganz simples Tool. Nimm ein weißes Blatt Papier,
zack, zack. Und dann fragen, was ist denn das Ziel, um das es gerade für mich in meiner Lebensphase geht? Auch im Job, für vielleicht ein Projekt, für eine Beförderung, für Dinge, was ist gerade wirklich das, worum es geht? Und für mich ging es darum, ich war mit meinem Team, bin hier in Mannheim für 14 Partner verantwortlich, waren wir zur Untermiete in einem anderen Büro. Und klar war, wegen des Wachstums, wir müssen da raus. Und ich hatte dann schon gekündigt für im letzten Sommer, für den 28. Februar diesen Jahres. Und wir haben gesucht, nichts gefunden. Und dann habe ich genau diese Übung gemacht. Ich habe gesagt, hey, Ziel ist neues Büro. Eine Heimat, an der Himmel auf Erden mehr Wirklichkeit wird. Was ist denn mein Job dabei? Was ist Gottes Job dabei? Und ich hatte voll klar, dieses mein Job ist es, schnell zu sein, zuzuschlagen, mutig zuzuschlagen. Und Gottes Job ist es, dafür zu sorgen, dass das richtige Angebot vorbeikommt und ich nicht übers Ohr gehauen werde. Und das hat mir so eine Sicherheit gegeben. Und dann kam irgendein Tag später ein Angebot rein und ich dachte, es sieht nicht passend aus. Aber wenn Gott mir gesagt hat, mein Job ist schnell zu sein, dann egal, auch wenn es nicht passend aussieht, schreib hin. Und wir hatten nur noch 6 Wochen, bis wir rausgeflogen wären. Ne? Also noch kein neues Büro, keinen einzigen Vertrag, nichts. Und in 6 Wochen wären wir auf der Straße gestanden. Und am Ende haben wir hier eine ganze Villa bekommen. Die Vermieter haben auf 60.000 Euro Miete verzichtet, um uns mit reinnehmen zu können. Also es ist so genial gelaufen, was wir hier erlebt haben. Wo ich merke, genau, das ist Co-Creation. Das ist, warum es Bock macht. Ich habe dieses Modell, diesen Ansatz Ende letzten Jahres quasi so entwickelt, formuliert. Julia hat gesagt, hey, ich habe bestimmte Unternehmensziele. Jonathan, das macht irgendwie Sinn. Ich fange mal an, ein mutiges Ziel zu formulieren für die Kunden- und Umsatzentwicklung und dann einfach auch ganz klar festzulegen, was ist Gottes Job dabei, was ist mein Job dabei. Und ich glaube, Gott lässt sich darauf ein. Gott will, dass wir erfolgreich sind, aber gemeinsam mit ihm. Und ich glaube, das ist so entlastend, es kann auf einmal so praktisch werden, wenn ich sage, okay, ja, ich weiß, mein Vater im Himmel will, dass ich krass erfolgreich bin, aber in seinem Sinne. Action. Ja, die Zeit, ich hatte Christina am Anfang gefragt, wie lange darf ich? Wir sind jetzt schon ziemlich hart am Limit. Deswegen habe ich für euch einfach mal 4 simple Takeaways, die ihr vielleicht sowieso schon mitgenommen habt. Ansonsten jetzt nochmal die Möglichkeit. Das Erste ist, nochmal bewusst zu haben, jeder Job ist potenziell gleich geistlich. Eine Pyramide gehört in die Tonne. Ich weiß, das ist auch Meinung von Faktor C und wofür ihr steht und wo ihr einfach eine mega gute Arbeit macht. Das ist jetzt sicherlich nicht das Neueste, aber einfach nochmal als Erinnerung für uns, jeder Job ist potenziell gleich geistlich. Nur die Haltung und Ausführung, wie ich es mache, mit welchem Herzen, macht am Ende den Unterschied, ob es Gottesdienst und Anbetung ist oder einfach nur Zeitverschwendung. So, und das Zweite ist dann, zu wissen, Gott will, dass ich erfolgreich bin. Alles, was Gott macht, war erfolgreich, war sehr gut. Wenn er sagt, ich habe eine Olga gemacht, ich habe eine Christina gemacht, ich habe eine Katte gemacht, ich habe eine Miriam gemacht, dann, damit ihr erfolgreich seid. Und wir tun uns mit diesem Begriff so ein bisschen schwer, aber warum? Weil wir die Deutungshoheit, weil wir die Definitionspower für erfolgreich aus der Hand gegeben haben. Ne, denkt ans Hochhaus. Und mit einer beschränkten Definition von erfolgreich rumzurennen, das ist nämlich das Dritte, macht keinen Sinn, denn es ist am Ende wirklich lebens-, vielleicht sogar ewigkeitsentscheidend, welche Erfolgsdefinition ich glaube. Dem ich erlaube, über mein Leben zu urteilen, ob es erfolgreich war oder nicht, dem gebe ich die Macht über mein Leben. Und dass wir uns deswegen bewusst machen müssen, welcher expliziten oder impliziten Verständniskultur von Erfolg glaube ich denn? Und das Vierte, mögliche Takeaway, was ihr mitnehmen könntet, ist zu verstehen, Gott will dir konkret helfen, erfolgreich zu sein. Und eine Möglichkeit ist diese arbeitsteilige Co-Creation, konkrete, wirklich relevante, praktische Ziele zu formulieren und im Gebet aufzuschreiben.
damit es passiert? Gott, was hast du mir vielleicht schon versprochen? Was sagst du mir jetzt im Gebet einfach? Welcher Gedanke kommt mir? Was würdest du für mich tun? Und was erkenne ich auch, was mein Job einfach dabei ist? Mutig auf Leute zugehen, wie ich es vorher noch nie gemacht hätte. Oder einfach abzuwarten, dass etwas passiert. Also riesen Bandbreite. Und da würde dann Religion anfangen, wenn wir eine Regel machen, immer das ist der Auftrag. Nee, mal ist es das, mal ist es das. Mose sollte mal an den Stein dran schlagen, damit das Volk Wasser hat, mal soll er dazu reden. Also das ist dann wirklich die Ebene von, ich habe Beziehung mit meinem Jesus und er sagt einfach, was er tun möchte und sagt mir auch, was ich tun darf. Gut, damit bin ich durch. Noch kurz vor der Zeit, das ist sehr gut. Für diejenigen, die sagen, Mensch, das waren irgendwie spannende, gute, hilfreiche Inhalte, wo gibt es denn da noch mehr? Ich bin ja heute quasi nur zu Gast gewesen. Was haben wir denn sonst? Es gibt zum einen eine LinkedIn-Gruppe, die kriegt mehr und mehr Traffic, lebt natürlich immer auch so von Leuten, die dabei sind. Einfach CKS Creative Kingdom Solutions. Wenn ihr sagt, ihr wollt auf dem Laufenden sein, was so geht, kommt da mit rein. Ihr müsst nicht Unternehmensgründer sein, um dabei sein zu dürfen. Also das lohnt sich definitiv. Und wir werden einmal im Monat bei uns hier in Mannheim, eben in unserer tollen, schönen neuen Villa, den Seekers Tribe Huddle haben. Was passiert da, wo Kinderpreneure lernen, beten und sich vernetzen? Jeden zweiten Dienstag, jetzt nächste Woche ist es dann soweit, von 20 bis 21.30 Uhr. Nur offline, also da wird es jetzt bis auf Weiteres erstmal kein Online-Format geben. Das schließt natürlich einige aus, aber wir wollen einfach die persönlichen Beziehungen fördern. Kurze, hilfreiche Impulse geben, viel mit und füreinander beten, Beziehungen knüpfen, natürlich lecker Weinchen und Snacks dazu. Und das Ganze ist eben auch kostenlos möglich. Gut, damit bin ich durch.